Ja, hallo miteinander und willkommen zurück. Da sind wir wieder bei Shadow Empire. Ja, hoffentlich haben wir dann jetzt demnächst mal ein bisschen mehr Glück hier. Weil ich, ganz ehrlich, viel von dem, was jetzt passiert ist, ist, glaube ich, einfach nur Pech gewesen. Ja. Bau mal ein bisschen Munition. Dann diesen einen Panzer wieder bauen. Ein paar Buggies wieder bauen. Ah, drei DMGs wieder bauen. So. Ja, und ja, wir kommen halt nicht vom Fleck, weil wir ständig replacen müssen. Da ist doch bestimmt noch einer, oder? Nein, da ist keiner. Das ist jetzt ein ganz normaler hier. Leichte Infanterie, keiner. Ich trotzdem stärker als unsere Jungs, aber Testing Assistance. Selbst diese Truppen reichen hier nicht wirklich, aber wir könnten dich, Unit Admin, Change HQ zur zweiten, sich auch umbenennen. Also in Lagarde muss ich auch alle selber umbenennen. Das ist wieder mal dahin. Ja, schon gesagt, zu wenig Leute, um das hier ordentlich zu machen. 500, jetzt rufen wir dich mal an hier. So, Zone Orders. Behöre mal das Ganze hier. Doch, da ist unsere Population, ja. Ja, unser Readiness ist einfach viel zu gering hier. Die Jungs hier unten sind topfit. Vielleicht standen wir jetzt echt zu lange mit den Panzern im Dauerangriff. Das kann natürlich echt gut sein. Das lohnt sich leider auch nicht. Ach, jetzt haben sie das hier auch noch eingenommen. Natürlich haben sie das. Naja, ich schätze, bleiben hier trotzdem stehen. Zur Vorsicht, falls der nochmal hier ankommt. Witz ist, wir können hier oben eigentlich auch durch. Jetzt hat er das hier wieder weggenommen. Wir haben auch keine IPs, um hier einen Weg zu bauen, leider. So, der Wiederhergestellte hat zumindest ein MG, ja. Geh mal dahin. Mal nächste Runde weiter. Wir können jetzt mal gucken, ob uns unser Stein mal hochgehen oder nicht. 1219. Machen wir jetzt erstmal. Und lassen wir uns überraschen, was hier passiert. Wahrscheinlich werden wir hier rausgedrückt gleich, weil die zu dritt hier angreifen werden. Ziemlich sicher. Oh oh. Ach ne, die Musik wird ja 100. Ich dachte, der Schutz ist ab. Nein, noch nicht. Ich mach damit echt nicht fertig. Ne? Das ist jetzt zweimal abgestürzt, genau an Stellen, wo es eigentlich echt gut für uns lief. Und danach lief es nicht mehr so gut für uns. Jetzt beim zweiten Mal ganz erheblich. Beim ersten Mal war es nicht ganz so kritisch. Sehr schön. So, die Schwarzheim-Hansa hilft uns hier so ein bisschen nebenher. Wenn sie auch hier mit angreift. Okay, hier haben wir weitergeschoben, aber die sind weiter abgeschnitten. Ne? Da werden wir weiter nach Süden geschoben. Yep. Das ist so bitter, dass ihre Infanterie einfach mal einfach besser ist als unsere. Unser Typ braucht ewig, um die neue zu entwickeln. Zwei Entscheidungen, sonst hat Infanteristen verloren. Ja, haben wir noch nicht geschafft. So, jetzt kann man auch Anti-Tank ganz theoretisch machen. Ein Bonus. Police Speech, wir brauchen mehr Faust. Warte mal, was war? Ne, ich muss mal lesen, was da steht. Ne, wir werden Schwarzheimhansa nicht angreifen. Keine Sorge. Twin Command ist weiterhin okay. Ja, das ist weiterhin jetzt keine Option hier.
So, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Rekruten. Das ist das Gute wegen dem Drive, den wir da initialisiert haben. Ihr habt euch wieder hergestellt. 51 Readiness. Wir sind maximal gescout. Eigentlich müssten wir da auch mal was treffen. Tunung auf eigentlich. So, dann macht doch jetzt mal hier die letzten zwei Buggies wiederherstellen. Dann hier. Ah, na, nicht so viele. 3 Stück. Und da warten wir, wie gesagt, auf die besseren. Und dann hätte ich jetzt gesagt, Race Formation. Ja, Artillerie. Aber wir bräuchten halt Artillerie mit Motorized, würde ich schon sagen. Brauchen wir das wirklich? Ja, doch. Vergleiche mal ganz kurz die Artillerie, die wir hier so haben, mit der, die wir jetzt machen können. 40 und 80. Ich glaube, die ist sogar besser als unsere, oder? Okay, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, mach mal die Artillerie. Knallhart. Independent Motorized Tours. Kommt die hier nach Westen. Wir werden uns jetzt, glaube ich, noch eine Runde hier mal ausruhen, nicht angreifen. Ah, so, da war wieder der Kater zu Besuch. Okay, ja. Ja, ich meine, bombardieren kostet ja nichts. Also kostet schon, aber... Fire. Diese verdammte Truppe hier. Sie alle größer sind als unsere Regimenter. Das ist echt komisch. Wir haben da maximales Recon hier, ne? Na, wobei 152, trotzdem eine ganze Menge. Wir treffen halt nichts. Diese verdammte Miliz, was kann die eigentlich? Mal darüber. Ne, wir lassen unsere Panzer noch einmal sich erholen. Darüber schießen kostet quasi auch nichts, außer ein bisschen Munition. Experience haben wir ja eine ganze Menge, aber keine Chance, sie da zu treffen. Vielleicht bräuchten wir auch mehr Panzer. Ich meine, zumindest kriegen wir jetzt ein bisschen mehr hier Industriegedöns. Scout Station bauen sie jetzt noch. 21 ist besser als nicht. Sag immer nochmal so eine Karte, das wäre so nett. Ja. Es wäre so nett. Ja, wir sind ja sogar hier schon zivilisiert so richtig. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu schnell die Stadt upgraden und so weiter. Ja. Gut, ja, ein bisschen Angst, ein bisschen Gefahr. Aber sieht trotzdem gut aus hier alles. So. Shit, du musst da drauf bleiben. Nee. Ja, das braucht man nicht versuchen. Das sind Independent Infantry. Aber Soldaten, die sehr, sehr gut sind. Viel besser als unsere Leute. Ey, ich meine, immerhin haben wir mittlerweile ein sehr gutes Field-Testing hier. Das heißt, die nächste Einheit sollte eigentlich ganz okay werden. Wie lange braucht die noch? Ja, so wenig BP. Das ist so krass. 57%. Ist auch seit 100 Jahren am Solarenergie erforschen. Gut, wir brauchen es zum Glück noch nicht. 1216 hier. Nee, können wir alles behalten, ist alles gut. Ja, ich würde wirklich gerne mal zumindest dieses scheiß BP1-Gebäude bauen. So länger wir hier verbrauchen, umso schlimmer wird es halt. Nicht so, das sind die aber alle voll. Wir haben mehr Readiness, dann können wir angreifen. Außer die greifen uns jetzt wieder an. Was natürlich passieren könnte. Da unten ist auch noch einer. Hm.
Ich verlagert er, also er scheint seine Truppen ja auch immer wieder mal nach links zu verlagern, mal wieder zu rechts zurück. Jetzt steht er, glaube ich, wieder in voller Stärke hier an der Front. Wieso sind seine Einheiten größer als unsere? Ja, das da ist der Angriff hier oben. Kommt aber nicht durch. Sehr gut. Hier ist noch ein Angriff. Kommt der durch? Kommt auch nicht durch. Sehr gut. Die hatten volle Readiness hier unten. Gucken mal, wie sich die Ergebnisse hier mal darstellen. Defensivdoktrin haben wir ja drin. Also, das wäre so, wenn diese Scheiße hier nicht wäre, das wäre so ideal gewesen. Hätten wir eine zweite Armee hier gehabt, die auf Offensiv getrimmt ist und dann hätten wir hier durchgestoßen. Aber nein, ja. Man muss uns ja hier unten auch noch bedrängen, ja. Oh mein Gott. Ja. Was auch immer wieder das für eine Aktion hier ist, ey. Wir müssen uns hier zurückziehen. Wir haben nur 200 Invadisten verloren und 10 Panzer. Dafür 1700 erledigt. Storage haben wir. Komm, wir können bessere Lagerhäuser bauen. Ja, irgendjemand wird bestimmt hier problematisch sein. Komm mal hier hin zurück. Du gehst dahin. So, jetzt sehen wir ihn zumindest. Ist das nicht toll? Du kommst hier auch hierhin zurück und du kommst dahin zurück. Wir könnten uns dahin fahren. Ja, mach das mal. Ja, dann beschießt du die mal ein bisschen. Solange du gerade hier stehst, sowieso. Ist natürlich alles Wald. Wir haben hier so gut wie kein Recon. So, Blaze Troops. Und ein Panzer. Zwar die drei Artillerien noch hier. So. Und ansonsten bauen wir jetzt hier knallhart erstmal Munition. So. Ja, das heißt, wir bauen ansonsten einfach knallhart nichts mehr. So. Jetzt sieht es doch hier, glaube ich, gleich etwas besser aus. 1,1. 1,5. Ja, mach mal den hier. Und Panzer und Buggies haben gute Arbeit geleistet. Wir haben natürlich massive Verluste hier bei unseren normalen Jungs, aber. Das jetzt trotzdem als Erfolg verbuchen wir. Ah, da steht einer. Der ist da glatt hingefahren, ha? Wieder Miliz. Verdammte Miliz. Ich will auch wieder welche haben. So, was ist mit euch hier? Unrealistisch. Ich muss euch sagen, ich glaube, wir kriegen eh erst richtige Infanterie, die dagegen vorgehen kann, wenn wir Combat Armor haben. Was noch ziemlicher Weg sein dürfte. Cryptomon wants to execute relative. Was? Irgendwelche. Okay. Kommando der Ersten. Ja? Tötet die Minier keine Verwandten? Überambitionierter Befehl. Ja, mach das mal so, da dürfte es nicht ganz so schlimm sein. Trotzdem minus 7. Gib mal dem Model Design mehr. Oh mein Gott. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht ein bisschen. Ach, das ist wieder der Typ. Accepted Demand. Wie viel wollen sie denn haben auf 0,02? Ja, das ist in Ordnung. Sind die Arbeiter auch etwas glücklicher? Steht
steht auch Unmengen an Leuten hier in der Stadt. So, wenn wir uns jetzt gut ausruhen, dann können wir hier vielleicht sogar nächste Runde mal rüber. Das heißt, wir können nur von hier, weil da ja die einzige Brücke ist. Wir sollten dich vielleicht hier rüber fahren. Wir können natürlich selbstmordmäßig hier auch rüberfahren. Okay. Schieß mal drauf hier. Ist irgendwo noch Artillerie eigentlich? Vielleicht aber auch nicht. So, wir haben sie nochmal etwas untergesetzt, das ist gut. Entscheidungen bzw. Strategems. Können wir hier irgendwas Sinnvolles? Ja, warte mal. Wir sollten vielleicht einen Bonus bezahlen an Military Reason statt 31. Das geht sogar noch, ehrlich gesagt. Komm, wir werden dich mal. Order acknowledged. Critical. Natürlich ein Critical Failure. Natürlich. So, hier bekommt auch nochmal so einen Anima-Typen. Sollte hoffentlich reichen. Eigentlich wollte ich ja wirklich in dieser Runde mal anfangen, hier den Dings zu bauen und euch mal rüberschiffen hier. Aber da diese sei hier jetzt auch eskaliert. So, sorry, wieder mal ein Katzennotfall. Ich muss gleich mal in der Historie an, was passiert ist. Ach, endlich die Betonkarte 3. Unfassbar. Freies Volk anlocken. Okay. Also. Hier drüben. Wurden beschossen. Da wurden wir angegriffen. Und da oben. Wow. Diese völlig unnötige Scheiße hier. Stell dich mal dahin, du stellst dich dahin, damit das hier alles abgesperrt ist. Wenn wir das so machen. Kill confirmed. Ergeben, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann fahr mal dahin. Er hat gehalten. Lass mal gucken, dass uns hier nicht Schwarzheim auch alles wegschnappt, ne? Jetzt hätten wir nicht andere Probleme, ne, aber. So. Du sollst eigentlich darüber. Du hast einen LKW verloren. Glaube ich. Die Munition ist aber ganz gut unterwegs. Da haben wir jetzt drei Trucks, die uns aufhalten wollen. Auf vier Entscheidungen. Walkers. Found unusual companion. Take a citizen with me on all. Okay, sie würden einen Privattypen mitnehmen. Ja klar, mach es. Wieso nicht? Meritocracy auf 58. Ist aktuell auf 50. Können es versuchen. So. Jetzt machen wir uns mal Motorbikes, wobei wir bräuchten eigentlich immer noch das bessere MG, aber ja, das wird jetzt erstmal nicht helfen. Ach doch, das sind die Automatic Rifles. Okay, dann passt's. Dann mach mal die Jungs hier. Natural Born Killer in der ersten... Artillerie. Wenn ich jetzt nur wüsste, was diese Typen machen nochmal, ne? Sneak behind enemy lands and hit them where they do not expect. Warrior Knights. Wir machen Kommando. Also ein Ritter ist irgendwie gefühlt in der Artillerie noch Fehler am Platz. So, was machst du? Wahrscheinlich around 0%. Aber der Commander ist dann to lose his life in the Tag. Achso, ja, das ist die Versuchung, was zu sprengen. Was ja okay ist. Wir können sie jetzt halt gar nicht bewegen wegen dem fehlenden Truck. Okay. Replace Troops. Upp. Ja. Zwei davon.
Drei davon. Und jetzt können wir anfangen hier auszupumpen. Die gute Proktorengarde 3. Können wir mal den Vergleich uns anschauen. 156, 44, 89. Ja, schon besser, ja. Nicht besonders, aber 146 HP jetzt immerhin. Also gut, ja, greif mal da den an und hau ihn da weg. Diese ganzen LKWs. Außer... Was passiert hier eigentlich? Die vier LKWs haben den Hex verteidigt. Ja, natürlich haben sie das. Ich meine, das ist doch klar. So, und hier können wir jetzt erstmal draufballern, würde ich sagen. Um sie hoffentlich auch mal zu treffen, aber... Ganz große Klasse. Das sind doch nur normale Leute. Wir müssen halt über diesen verdammten Fluss, das heißt minus 79. 36. Das ist halt ein... Das liegt nur daran, dass die hier überhaupt noch dastehen, ne? 1 zu 22, ja? 1 zu 16. Die versuchen es trotzdem, ha? Oh mein Gott. Okay, ja. Und die kriegen das halt nur durch die Modifier. Das ist halt der ganze Witz. Die kommen eigentlich bei uns nicht wirklich durch. Also, das macht mich echt fertig. Ah, naja, okay. Ich komme nicht vom Fleck. Bist du die Panzer da oben über die Flanke eventuell schicken? Das ist vielleicht... vielleicht beginnen wir damit zumindest mal. Ja, solange unsere Artillerie halt auch einfach mal nicht trifft. Und die ganze Zeit ins Blinde hier reinschießt. Ja, deswegen haben wir euch ja gebaut, aber das dauert ja noch, bis wir da vorne sind. Okay, könnte es wieder sein, dass uns wieder die Munition ausgeht. Das ist auch viel übler als früher gefühlt, der Munition. Okay, Strategems. Haben wir irgendwas Sinnvolles, was wir spielen können? Ich würde sagen, nein. Ja gut, dich dann auf die erste Independent, ja, so. Erstmal kein Fate mehr. Aber gut, wir haben eh nichts Gescheites, was wir spielen können, also. Ich könnte hier auch rüberfahren einfach mit einem. So völlig knallhart hier. So, dann schickt man ihn auch hier rüber. Das war auch eine sehr, sehr schöne Situation hier oben. Ich kann auch nicht noch ein riesiges Bataillon hier ausheben. Also eine volle Brigade, meine ich. Die Menge macht es halt einfach nicht. Das ist das Problem. Gibt auch gute Einheiten, nicht viele Einheiten. Vor allem auch wegen der Versorgung. Die wird ja dann immer schwerer. So, dann... Ich hatte schon fast gedacht, dass sie da was versuchen an der Front, aber sie haben es nicht geschafft. Entschuldigung? Was zur Hölle ist denn da jetzt passiert? Das heißt, unsere ganze Versorgung wurde gerade weggekattet. Ah, ja, schön. Vielleicht nur, weil dieser eine Typ hier irgendwie durchgefahren ist, einmal schnell. Oder ist das eine Rebellion oder sowas?
von irgendjemandem. Hätten wir das verloren? Wir haben Voluntarism bekommen. Das ist echt Kallendorf hier, ne? Ja. So. Panzer da oben können uns, beziehungsweise die Jungs können uns da oben eh nichts machen. Ist okay. Ja, wir haben keine Munition wahrscheinlich und so. Das heißt, wir werden diesen kleinen Vorstoß hier wieder rückgängig machen müssen. So, jetzt ist hier. Also, dass die hier auch noch unten rumkommen, das ist doch echt unfassbar. So, können wir jetzt vielleicht diese Seite zumindest irgendwie aufräumen? Gut, danke. Haben wir welche gefunden, ne? So, da ist der nächste. Okay, wer ist mit Troops genau? Ja, wir haben eine ganze Menge Panzer verloren wieder mal. Hier die drei Stück und dann ansonsten alles voll mit. Ah, warte, nee, Moment mal. Mit dem Rest bauen wir Munition. So. So, jetzt hoffe ich, dass die hier nicht irgendwie noch durchfahren können, um uns wieder wegzukatten. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Nennen wir das mal so. Du kommst hier vor. Ich hoffe, ihr hattet genug Supplies, um nur eine Runde auszukommen. Ja, ihr habt null Munition, ha? Huh? Ihr habt einfach. Wow. Nee, doch, ihr habt noch Munition. Okay. Es kam natürlich nur nichts geliefert, aber das ist ja nachvollziehbar. Das heißt, wir haben auch genau die ganzen, doch ein paar haben wir ausgefahren, sozusagen. Die sind hier vor und greift den da an. Also da hauptsache, dass jemand steht, dass der Typ hier nicht durch kann, um das Ding hier wegzumachen. Okay, Entscheidungen. Ja, Salaries und so. Da werden wir nicht mehr ausgeben. So, Model Design ist, denke ich, okay, so weiterhin. Nimble Fingers im ersten unabhängigen. Okay, Healer oder Elite Sniper. Okay. Ja, mehr Commercer. Auf jeden Fall nicht mehr hart. So, haben wir irgendwelche internen? So, mehr Sales Tax, so. So, von diesen ganzen Gedöns, ne? Radiation League könnte man machen. PD-10 könnte halt. Jetzt mal so, wie viel haben wir denn momentan? Wir haben 100 Zufriedenheit, wir haben momentan eh schon sehr viel Danger. Weil die Leute hier, die gerade vor unserer Stadt standen. Ist vielleicht nachvollziehbar. Deswegen sollte man das erstmal nicht spielen. Okay, so, jetzt bitte keine bösen Überraschungen, ja? Keine bösen Überraschungen. Einfach alles halten, genauso wie es ist. So, hier ein massiver Angriff hier. Sie hat es aber nicht geschafft. Oh mein Gott! Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich hier?
Der ist hier einfach durchgefahren. Bis zu unserer Hauptstadt. Okay, klar. Ich meine, ihr seid abgeschnitten und habt keine Chance zu überleben, aber hey, Hauptsache eine Selbstmordmission hier bauen, damit Schwarzhain hier noch mehr Zeug von uns klauen kann, ne? Zum Glück ist das nur, ich meine, solange der Weg hier steht, ist alles okay, aber... So, hier wurden wir angegriffen. Ach, wir haben noch 100 Infanteristen verloren, das ist gut. They're expanding, wirklich. Ja, okay, sie sind alle tot. So, wir sind auch alle versorgt, das ist doch schön. Die Orts sind gar nicht so, sie haben Anti-Air-Guns hier. Okay. Sie haben auch hunderttausende Formationen, ne? Ja, heißt das jetzt, das ist hier sicher, ist das hier noch... Es ist alles Kallendorf-Domain hier. Frank gehört zu Schwarzhain. So, dann... Schieß mal hier rein. Mit dem Chemiewaffen und so. Das sollte ja hoffentlich ein bisschen was bringen. Jetzt auch etwas zurück, aber es ist nur eine irreguläre Artillerie. Das hier ist noch Kallendorf-Domain. Ich meine, wir werden gegen diese Typen hier halt eh auch noch kämpfen müssen. Das steht völlig außer Frage, aber... So. Da stehen welche. Da steht eine ganze Menge. Wie konnten wir denn die bitte nicht sehen? Wow. Es ist dasselbe Spiel, wir sehen einfach gar nichts. Okay, ja. Recon ist halt weiter nicht vorhanden. Ja, fahr hier hin und dann... Du hast keine... Artillerie mehr. 1 zu 22 ist aber nicht gut genug. Das sind LKWs, ja. Das sind nur LKWs. Also, unsere Leute sind so unfähig, das ist unfassbar. Ich hoffe, sich mal ein paar verdammte LKWs wegzumachen. Okay, das stehen sie also auch noch, ja. Okay, also, ne, Replaced Troops und so, drei Machine Guns haben wir wieder verloren. Es wäre schön, wenn wir mal endlich die Highspeed Machine Gun entdecken würden. So, hier noch neun Protektoren, Gardejungs, so. So, jetzt haben wir tatsächlich mal... Wir werden jetzt mal dieses Bürokratiegebäude bauen. Knallhart. Eine Runde lang. Äh, 788. Sind das schon wieder neue Infanteristen? Schützen 2. So, unsere sind tatsächlich besser. Krasserweise. Tu mal hier Race Formation, Missing Unit. MG, Mystery Battalion hier, Reform Blank. So, dann können wir hier auch ein paar mehr wieder bauen. So. Dann ist der eine hier wieder aufgefüllt. Hier hinten, den sollten wir eigentlich auch machen. So. Und zwei davon. Und den Rest für Munition.
grabt euch mal ein da oben. Wir sind ja einfach kontinuierlich hier dann bombardiert die nächsten Runden, dann wird das schon passen mit dem Raustreiben. So. Hier ist nur ein Mann momentan. Sieht etwas gefährlich hier alles. Aber ich denke, wir können weitermachen. Ja, wir haben völlig unnötige Verluste hier drüben gehabt, aber das ist echt bitter mit dem ganzen Dschungel, da siehst du gar nichts. Das ist so krass. Die Motorbikes waren auch noch nicht fertig, also können auch nicht noch mehr scouten momentan. Die Folgen werden schon wieder immer länger. Es sieht einfach so sein, dieses Spiel, das ist unglaublich. Hey, die Mengen an Einheiten da oben. Aber so Gott sei Dank, sie kommen nicht durch. Und sie verbrauchen ja auch ihre eigene Readiness dabei, das ist ja das Gute. Wenn wir es jetzt schaffen würden, dass wir diesen oberen Teil mal für uns hier, ne, erobern könnten, das wäre ja ganz nett. Jetzt kommen die von da wieder massiv runter. Was zur Hölle? Es ist so schwer zu sagen, wie stark dieser Typ hier ist. So, wir haben nur 200 Leute verloren. 1200 erledigt. So, Bikers sind jetzt auch soweit. Ja, und das hier sind jetzt wieder Unmengen an Leuten. Zum Glück haben wir diesen einen Typ gerade eben wieder aufgebaut. Es hat natürlich wenig Sinn, sich darüber zu bewegen, sondern wir müssen jetzt hier runter wieder. So. Ist wieder, ja, die sind sogar noch besser als unsere Infanteristen hier. Das haben wir ja schon gesehen. Hier, wir brauchen Munition erstmal. So. Nice Troops. So, 200 Protektorengarde hier aufstellen. Jetzt werden wir für den Rest nochmal irgendwas aufstellen. Irgendwas Kleines. Ein paar Maschinen. Wir könnten Motorcycles aufstellen. Wir könnten aber auch. Panzer im Wald sind halt auch nicht geil. Die Monten. Was? Wie gut sind die denn? Was haben wir denn da so gewürfelt? ...129, das ist schon in Ordnung. Das ist besser als unsere Infanterie. Ja, weißt du was, dann bau doch da mal so eine Biker-Brigade hier auf. Die wird uns hier beim Scouten helfen gleich. Okay, jetzt hier drüben. Erstmal beschießen. So, 173 Recon, da sollten wir hoffentlich auch mal was treffen. Ja, mehrere Hits, ein paar Leute werden sogar schon zurückgetrieben. Bei ihnen ist es runter auf 51. Da haben sie auch, die haben RPG-Miliz hier auch mit dabei. Der macht so viel aus. Das ist irgendwie ganz schön krass. Wie müssen wir hier rüberfahren? Du gehst darüber. Du gehst darüber. So. Du gehst hier hin. Den hier treiben wir irgendwie so ein bisschen vor uns her. Ja, zu viel Rifle-Miliz hier, normale. Schieß mal da einfach rein in den Dschungel. Bin sicher, wir treffen irgendwas. Nicht. Hey, wir haben tatsächlich was getroffen. Ich bin überrascht. Guckt euch das mal an. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so stark verteidigt hier. Also der Plan war jetzt natürlich nur, dass wir von mehr Seiten hier auf dieses Ding eindreschen können.
Wir haben jetzt natürlich nochmal extra, nochmal mehr Recon. Also, wir haben 4 Punkte noch. Das lohnt sich nicht wirklich. Können wir noch irgendwas einsetzen? Instant with Traders. Was ist denn hier schon wieder los? Unrest plus 6 und Explorations. Das ist der Typ, der Governor von Hogan. Ich würde sagen, wir machen die Entscheidung nächstes Mal. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Torn.